Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Etwas ganz Besonderes erwartet uns, denn es haben sich einige der besten Planet Zoo Baumeisterinnen und Baumeister zusammengeschlossen, um einen gemeinsamen Zoo für uns zu bauen. Das sind einmal Eine Meinung, Desert Leaper, Walilu, Blitze, Amy, Hasdrubal und Pachacamac. Da dies ein ganz besonderer Zoo für mich ist, auf den ich mich mega freue, möchte ich den nicht in einem Video abarbeiten, sondern das Ganze wird in 3 bis 4 Videos geschehen, weil man halt sonst ganz, ganz viele Details übersieht, die ich natürlich nicht übersehen möchte. Und am Ende dieser ersten Folge, die ihr heute sehen werdet, wird es auch etwas für euch zu gewinnen geben, also bleibt dran. Kommen wir nun erstmal zu dem Zoo an sich. Dieser heißt Orbis Terrarum Natura. Das Ziel der Ersteller war es, ein möglichst realistisches und eindrucksvolles Erlebnis für uns, also für die Besucher, zu erschaffen. Die allermeisten Sachen sind selbst gebaut und nur ein paar wenige Gegenstände sind aus dem Workshop. Circa 200 Tiere warten auf unseren Besuch und das ist der erste Zoo, in dem Mods verwendet wurden. Ich freue mich schon sehr auf die Highlights, wie zum Beispiel ein begehbares Vivarium, ein Streichelzoo, Adler und Erdmännchen, tolle Wasserspiele und Beleuchtungseffekte. Und jetzt möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen, ich kann es nämlich selbst kaum erwarten, denn wir besuchen jetzt Orbis Terrarum Natura. Los geht's und wir gehen auch direkt hinein. Orbis Terrarum Natura. Klingt schon wieder so ein bisschen lateinisch, muss ich sagen. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, was das übersetzt heißt. Aber der Eingangsbereich hier sieht ja schon mal sehr cool aus. Ich mag richtig gerne die Kombination aus diesem Holz und dann diesem Dunklen und dieser Schriftfarbe. Das ist richtig stimmig. Und auch die Kassen sehen mega modern aus. Voll cool. Alles so in so einem dunklen Stil mit ein bisschen Metall. Da stehen sogar Kassierer hinter, wie cool. So, hier kann man sich dann direkt sein Ticket holen. Einmal bitte, ein Erwachsener. Das ist nice gemacht. Hier wird wahrscheinlich ein Weg unter sein. Und dann steht da die Kassiererin drauf. Und die kann da wahrscheinlich nicht weg. Oh, hier sind auch noch Blumen. Falls man wartet auf jemanden, kann man sich hier hinsetzen. Oh, an der Decke sind auch noch Sachen. Deckenventilatoren, eine abstrakte Lampe. Oh, die Decke sieht auch nice aus. Ich finde es auch gut, dass man hier durchgucken kann. Dadurch fühlt man sich hier nicht so beengt in dem Raum. Man kann halt hier direkt durchsehen und schon ein bisschen was da hinten erkennen. Gehen wir mal hinein, kommt. Ticket haben wir ja schon gekauft. Das lösen wir dann hier vorne ein. Hier kommen dann auch nochmal so Diebstahldetektoren, die dann angehen, wenn man irgendwas klauen sollte, was man nicht bezahlt hat. So, jetzt sind wir in der ersten Haupthalle. Reptiles. Okay. Da sehe ich schon Adler. Ja, das ist der erste Zoo mit Mods. Also ihr werdet auch einige neue Sachen sehen, die ihr gar nicht so aus dem Spiel kennt. Sieht aber schon beeindruckend hier aus. Hier vorne geht es dann ganz hinaus. Ich bin übrigens auch nicht so mega verwirrt diesmal. Ich weiß ungefähr, wo ich lang zu gehen habe. Ich hoffe, ich kann alle Details hier für euch einfangen. Weil es gibt hier wieder super viel zu entdecken. Was mir mega gut gefällt, ist die Decke. Das hat irgendwie was mit diesem, ja, wie nennt man das denn? Gittermuster. Ich weiß nicht. Diese, ja, auf jeden Fall diese Holzdingens. Und dann darüber diese schönen Scheiben, wo die Sonne durchstrahlt. Das sieht schon nice aus. Hier gehen wir als erstes lang. Oh, hier nochmal eine schöne Sitzecke gemacht. Das sind auch selbstgebaute Möbel. Alles aus Einzelteilen. Ziemlich cool. Oh, und Erdmännchen. Mein Lieblingszootier, Leute. Das werden wir auch noch sehen. Freut ihr euch schon? Ich freue mich mega. Auch richtig cool in die Wand eingebaut so. Feuerlöscher haben wir hier auch. Also hier sind so viele Details.
Fließt hier Wasser runter? Klingt so, ne? Ja, ich glaube, das klingt nur so. Ich dachte gerade, hier würde so zwischen den Steinen so Wasser runterfließen, sah es so aus. Okay, hier gibt es Drinks, hier kann man sich nochmal hinsetzen. Hier ist eine Toilette, auch immer gut am Anfang. Oh, hier geht's auch zu den Reptiles. Okay, hier gibt es auch Reptilien zu sehen. Da hinten haben wir dann einmal Trinken, Essen. Auch hier mit einem schönen Schild. Schöner Bankautomat hier oder Geldautomat. Guck mal, selbst der ist ausgeschmückt. Ach, so viel Liebe zum Detail. Das ist echt toll. Die Türen sind auch selbst gebaut, oder? Staff only steht hier sogar drauf. Also hier gibt es so viel zu entdecken. Das ist echt unglaublich. Am Ende der Videoreihe übrigens wird der Zoo auch hochgeladen. Also keine Sorge, dann könnt ihr den auch mal selber ausprobieren. Wenn ich jetzt hier Sachen übersehen sollte, dann ja, könnt ihr es halt selber dann nochmal nachgucken. Aber ich werde mir alle Zeit der Welt lassen. Das Ganze wird ja in mehreren Parts geschehen. Und ja, kein Stress, wir werden alles ganz in Ruhe erkunden. Ach, cool. Ist mega nice, dass hier die Vivarien nicht so einfach nur Vierecke sind, sondern richtig große Vivarien gebaut wurden. Auch wieder mit einer Mod. Man kann nämlich von den Vivarien die Glasscheiben entfernen. Schauen wir uns gleich mal genauer an. Under Construction. Okay. Ja, auch nicht schlecht, ne? Einfach mal so einen Bereich noch ja, im Baumodus zu lassen. Finde ich nicht schlecht. Coole Idee. Das ist ja auch schön. Kann man sich auch nochmal hinsetzen. Ah, okay. Oh, erstmal ins Blumenbeet gelaufen. Das sieht auch sehr schön aus hier. Oh, sogar mit Text. Den wahrscheinlich ein paar Infos über die Pflanzen hier, gehe ich von aus, ne? Toll gemacht. So, wir schauen jetzt aber mal hinein hier. Gibt es eine gelbe Anaconda. Das mit den Tieren wird wahrscheinlich nicht ganz stimmen. Weil das hier ist kein Vivarium. Das ist halt alles komplett selber gebaut. Sieht aber richtig gut aus, muss ich sagen. Mega cool gestaltet. Auch mit dem Nebel. Immer schade, dass der Nebel so verschwindet, wenn man näher rangeht. Das ist ja auch ein bisschen logisch, ne? Man kann dann ja so ein bisschen mehr da durchgucken, je näher man rangeht. Also es macht schon Sinn. Das sieht aber schon beeindruckend aus, wenn der Nebel so ein bisschen da ist. Richtig schön bepflanzt. Wäre cool, wenn man in Planet Zoo allgemein mal solche Vivarien und sowas selber bauen könnte. Weil das hat schon was, ne? Wenn das nicht alles einfach nur so ein viereckiger Kasten ist, sondern mal in so einer Form. Auch richtig gut gemacht mit den Glasscheiben hier. Habe ich so noch nie gesehen. So, hier ist das nächste. Oh, was haben wir denn hier? Ah, hier haben wir einen Komodo-Varan und darunter direkt eine Information über die Insel, wo die wohl herkommen. Pulau Komodo. Komodo Island. Okay. Die sind da wahrscheinlich drin, gehe ich von aus. Auch sehr schön gestaltet. Sogar mit Wasser. Damit das schön feucht wirkt. Das mag er ja sicherlich. Oh, ist das ein schönes Bild. Wie er da hockt auf dem Stein. Das ist ja perfekt. Das liegt wahrscheinlich an diesem Futter- oder Duftstoff-Ding, ne? Dass er da so gut sitzt. Also sehr, sehr gut platziert, gehe ich von aus. Sieht echt toll aus. Ich finde es auch cool, dass hier immer so Ranken vor sind. Und auch hier diese Teile hier vor. Die finde ich auch nice. So ein bisschen Abstandhalter, ne? Damit die Leute nicht direkt an die Scheibe sich drücken mit dem Kopf. Gerade Kinder und so, die verleitet das ja dagegen zu lecken und sonst was. Was Kinder halt so machen. Oh, was haben wir denn hier? Haben wir auch noch Vivarien? Algefrosch ist hier drin. Ich weiß gar nicht, ob der hier echt drin ist. Kann ich euch nicht sagen, aber ich finde die Idee sehr cool, das Ganze so einzubauen und die Scheiben mal komplett anders zu platzieren. Vor allem sind die auch in verschiedenen Höhen teilweise, wenn ihr mal guckt. Das hier ist eine größere Scheibe, hier so kleinere Scheiben. Da oben ist auch noch Bepflanzung drauf. Oh, wie toll. Aber auch alles selbstgestaltet. Also ich glaube, das ist gar kein... Nee, das ist alles selbstgestaltet. Also hier wird kein Tier drin sein, gehe ich von aus. Kann natürlich sein, dass das da irgendwie eingebaut wurde. Dann wäre das aber ziemlich krass. Oh, da muss ich aufpassen, wenn ich da reingehe. Das ist echt cool. Ist halt echt nur schade, dass man die Tiere da nicht reinplatzieren kann. In so selbstgebaute Vivarien.
Sagen wir mal was ganz anderes. Das hatten wir gesehen, ne? Oh, hier kann man auch noch reingucken. Ah, hier ist auch wieder ein Tier drin. Der Goliath-Frosch. Auch eine interessante Form. Wer denn hier drin? Ne, ich glaube auch nicht. Sieht auch selbst gebaut aus. Hier ist wieder ein paar Infoschilder. Was haben wir hier noch? Hier auch wieder ein bisschen Info über die... Ah ne, hier sind sogar Tiere drin. Ich dachte, da steht wieder Infos über die Pflanzen. Aber hier sind sogar Schildkröten drin. Wie cool. Gar nicht gesehen. Oh, das ist aber ein kleines, süßes Gehege. Aber trotzdem sehr toll gestaltet. So viel Liebe zum Detail. Galapagos Tortoise. Oh, ist das schön. Guck mal, hier hinten ist sogar so ein Schlauch und alles. Krass. Voll gut gemacht. Hier auch eine sehr schöne Höhle. Da fühlen sich die Schildkröten auf jeden Fall wohl. So, wir müssen aber nochmal ein Stück zurückgehen, Leute. Einiges übersehen da vorne. Und nochmal eine schöne Infotafel. Also ihr seht schon, hier ist wirklich so viel Liebe zum Detail drin. Es gibt hier überall was zu sehen. Ah, hier ist so ein kleiner Souvenirshop. Verstehe. Hallo. Oh, die hat aber Augenringe, oder? Oder ist die einfach nur so geschminkt? Die sieht irgendwie komisch aus, die Frau. Aber auch eine kleine süße Kasse hier. Ist wahrscheinlich einfach müde, oder? Weil sie schon so lange arbeitet. Auch hier wieder selbstgebaute Möbel. Cool, da kann man sich hinsetzen. Hier nochmal eine Erfrischung holen an der Theke. Am Gulpi-Automaten. Und hier kann man sich dann nochmal einen Regenschirm kaufen oder was man halt so braucht für seinen Zoobesuch. Und irgendwelche Bilder, Deko. Ja, das sind echt so Bilder. Ach, wie cool. Hier kann man das Ganze dann bezahlen und dann geht's weiter. Wir gehen natürlich jetzt auch weiter. Hier hatten wir schon reingeguckt, ne? Ja. Okay, ich glaube, dann haben wir hier drin erstmal alles gesehen. Aber hier ist auch wieder eine selbstgebaute Tür. Death only. Das heißt, da gehen wir nicht rein. Sogar so ein Security-Schloss oder sowas. So, jetzt geht's nämlich hinaus. Das erste Mal. Exit. Gehen wir doch mal raus. Bin ich aber mal gespannt. Die Sonne geht auf jeden Fall gerade auf. Oh, ist das schön. Liebe es, wenn die Sonne so scheint. Oh, das ist ja nice. Mit solchen Geräuschen am Morgen möchte ich gern geweckt werden. So fließendes Wasser. Sieht richtig cool aus. Das erinnert mich so ein bisschen an Jurassic Park. An die, wer ist das denn? Innovationszentrum. Das alte. Da fließt nämlich auch so Wasser raus mit solchen Stufen. Das sieht aber allgemein mega cool hier aus. Und die Leute laufen doch echt gut drauf. Also sie versinken jetzt nicht im Boden oder so. Das ist echt super gemacht hier mit den Wegen. Richtig nice aus. Das Gebäude zeige ich euch natürlich gleich auch noch in einem Zusammenschnitt von oben. Ja, das sieht nämlich auch super cool aus. Seht ihr von der Form schon hier. Ist wieder ein sehr modernes Gebäude. Oh, die Türen sind auch nice. Auf der anderen Seite haben wir auch nochmal Wasser. Oh, richtig nice. Das Wasser, die Sonne. Viel besser geht's gar nicht. Haben wir hier noch ein Infoschild über den ganzen Zoo, wie ihr seht. Das gucken wir uns aber nachher nochmal ein bisschen genauer an. Für uns geht es nämlich gleich erstmal weiter, aber erstmal schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Exit, Reptiles, Reptiles, Main Zoo, okay. Das ist halt nur der Eingangsbereich, den wir bis jetzt gesehen haben. Das hier sieht auch super aus. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal das Gebäude und diesen Platz hier von oben.
Ja, Leute, wirklich ein sehr tolles Gebäude. Diesen Gebäudestil mag ich ja sowieso sehr gerne. Ich finde das so schön mit dem Wasser hier. Da kommt echt Jurassic Park Feeling auf. Hier sind übrigens auch so Gitter, wo das Wasser abfließt. Also die Details sind echt krass, ne? Das ist sogar ein Hydrant. Überall auch die Pflanzen und Blumen. Naja, gehen wir mal wieder hinein. Denn auf dieser Seite gibt es auch noch einiges zu erkunden. Türen finde ich auch nice. Ist halt schade, dass man nicht solche Sachen bauen kann, dass die wirklich aufgehen, wenn Besucher kommen. Das wäre richtig cool, wenn man noch wirklich so Objekte selber bauen könnte, die sich auch bewegen und eine Funktion haben. Okay, gibt es auch wieder Tiere, so wie es aussieht. Ja, das sieht eher aus wie so, obwohl. Also entweder ist es so Pflanzen und Fauna oder hier soll es wirklich Tiere geben. Also ich sehe jetzt hier leider keine drin, aber es ist super gestaltet. Es sieht echt nice aus. Voll toll bepflanzt. Richtig interessant. Gut, hier sieht man leider die Düse so ein bisschen. Die ist halt für den Nebel. Aber ja, ich hoffe ja immer noch auf die Funktion, dass es irgendwann die Möglichkeit gibt, das Ganze auszublenden. Das wäre schön. The Nile. Ah, okay, ich weiß warum. Der Nile, wahrscheinlich ist hier der Nilwaran, ne? Ja. Da ist er nämlich. Aber auch hier sehr schön gestaltet. Sogar mit einem kleinen Fluss hier durch. Oh, wie schön. Hier toben sich die Warane aus. Die Wand im Hintergrund sieht auch interessant aus. Ja, wir schauen mal von außen, so wie es die Besucher tun. Ich gehe mal viel zu oft rein in die Gehege, weil ich einfach direkt alles sehen möchte. Hier sind auch wieder schöne Infotafeln. Sieht aber wirklich toll aus. Auch schön, dass überall hier diese Wassergeräusche und so sind. Hier nochmal einen riesigen Baum. Oh, hier sind auch wieder Vivarien so kleine. Hier ist das ja cool gemacht mit den Scheiben. Aber hier sind sogar richtige Vivarien eingebaut, sonst würde hier nicht putzen, oder? Der Typ. Vielleicht sind hier sogar Tiere zu finden. Mit etwas Glück. Gute Frage. Vielleicht sehen wir gleich mal ein Tier. Ich könnte mir halt vorstellen, dass auf der anderen Seite auch welche drin waren und ich die einfach nur nicht gesehen habe vielleicht. Das ist aber echt nice mit den Scheiben. Na, gibt es hier Tiere? Okay, ich weiß jetzt, warum ich den nicht sehe. Der ist nämlich da oben gerade. Da, wo man ihn nicht sehen kann, leider. Ist halt ein bisschen der Nachteil, ne? Dass die dann natürlich überall hingehen im Vivarium und dann auch mal an einer Stelle sitzen können, die man nicht sieht in diesen kleinen Fenstern. Aber gut, macht nichts. Soll uns nicht weiter stören. Trotzdem cool, dass ja die Tiere eingesetzt wurden, richtig? Also man hat die Möglichkeit, dass hier auch mal dann so ein Fallgefrosch an der Scheibe sitzt. Finde ich ziemlich cool. Oh, hier haben wir ein Leguan-Gehege. Beziehungsweise Vivarium, nicht Gehege. Es sind sogar so coole Lampen eingebaut. Allgemein voll ausgeschmückt, oder? Oder sind hier diese großen Bäume drin? Nee, oder? Ich kann das gerade nicht zuordnen. Das sind hier auf jeden Fall richtige Vivarien mit dem Hintergrund. Das heißt, hier werden vermutlich auch irgendwo Tiere sein. Wo verstecken sie sich? Ah, hier. Die sind aber auch gut getarnt, ne? Das ist wirklich unglaublich. Obwohl die so groß sind, sieht man die so schlecht. Weil die einfach mega gut getarnt sind. Ja, aber das hat schon was, ne? So ein großes Vivarium. Kommt auch so ein bisschen Wasser runter. Finde ich mega nice. Sieht auch richtig schön gestaltet aus. Also ich glaube, da wurde auf jeden Fall nochmal ein bisschen selber mitgestaltet. Hier sieht man es ja auch an der Scheibe, sind so Ranken und so. Die sind da, glaube ich, normalerweise nicht. Hier sieht man sogar den Lego an sich bewegen. Oh, die Leute gucken da sogar so richtig rein. Das ist ja nice. Finde ich richtig cool mit den Vivarien. Ist halt alles möglich durch die Mod, ja, dass die keine Scheiben haben. Dadurch kann man die dann auch so schön verbinden, die Vivarien miteinander. Habt ihr gerade ganz gut gesehen. Vielleicht sehen wir hier mal ein Tier. Hier ist das nämlich auch wieder so schön gemacht. Lange her, dass ich Vivarien so interessant finde. Oder fand.
Das habt ihr wirklich erreicht damit, mit eurem Zoo und mit dieser tollen Idee, die so zu verbinden. Oh, ist auch nochmal ein großes Vivarium. Nochmal ein Leguan. Ah, da ist er sogar. Ich sehe ihn direkt. Da. Das ist der Insel-Leguan, der Grüne. Weil als grün würde ich den nicht bezeichnen. Ist halt schon nice, ne? Komm, ich glaube, ihr habt hier auch einfach verschiedene Vivarien benutzt. Ja, seht ihr das? Für verschiedene Tiere. Weil dadurch wird, glaube ich, die Inneneinrichtung anders. Je nachdem, welches Tier da drin ist. Und dann kann man das so ein bisschen variieren. Ich meine, der Leguan wird sich dann immer hier aufhalten, in seinem für ihn bestimmten Vivarium, aber das macht ja nichts. Ah, sorry. ja, es sieht ja trotzdem so aus, als hätte er hier den ganzen Platz, auch wenn er sich da nicht hinbewegt. Finde ich richtig cool. Also, mega nice. Gefällt mir. Fehlt halt noch die Funktion, dass man selber solche Sachen bauen kann. Oh, auch nochmal ein schönes Wasserspiel hier. Auf der anderen Seite. Ah, hier gibt es auch nochmal einen Dekoladen. Mit T-Shirts. Nehmen wir das mit den Augen oder dem Herz? Ich würde sagen, wir nehmen die Augen. Die Augen sind nice. Hier gibt es dann auch nochmal eine kleine Erfrischungsbar. Guckst du auch so traurig? Nee, du hast keine Augenringe. Hier kann man auch rausgucken. Einen wunderschönen Außenbereich. Kommt man auf der anderen Seite auch, habe ich nur vergessen. Das finde ich auch so toll hier, ne? In Himmelsrichtung. Weiter geht's. Hier ist auch under construction. Und hier geht's dann wieder in den Hauptbereich, wo wir schon waren. Hier sind die Adler. Die werden wir heute auch noch besuchen. Hoffe ich, dass die im ersten Part vorkommen. Ich weiß es gar nicht. Lassen wir uns überraschen. So, und jetzt geht's durch die Haupttür hinaus. Hier ist wieder die Sache, es wäre cool, wenn man hier Funktionen einbauen könnte, dass sich das wirklich dreht oder so. Weil die Idee ist cool, so ein Dreh-Ein- und Ausgang. Naja, wenn die Leute durchlaufen, geht ja auch einigermaßen. Jetzt sind wir wieder hier. Ich würde sagen, wir werfen jetzt als nächstes einen Blick mal auf diese tolle Map. Die Map ist auch echt gut gemacht, muss ich sagen. Also hier ist wirklich das ganze Wegenetz von dem Zoo und so angegeben. Wir befinden uns, glaube ich, jetzt gerade hier beim Center. Das ist hier das Gebäude, wo wir gerade durchgegangen sind. Und das hier, das Rote, ist da, wo wir stehen, auf diesem Hauptplatz. Geht wohl gleich als erstes in ein Faungehege. Dann zu den Lamas. Ah, mal gucken, wo wir lang gehen. Ich weiß es gar nicht. Hier hinten sind auch die Przewalski-Pferde. Darauf freue ich mich natürlich am meisten. Auf die Erdmännchen, da bin ich super gespannt. Hier oben sind auch die Adler. Ah, hier gibt es so viel zu sehen. Oh, hier ist sogar der schwarze Panther. Richtig cool gemacht. Diese Custom-Bilder wie die Erdmännchen und so, die werden auch mit einer Mod übrigens eingefügt. Oh, das ist auch schön gestaltet hier, ne? Die Bäume, ist alles so richtig schön visualisiert. Mega cool. Wenn ihr es euch noch genauer angucken wollt, könnt ihr ja gerne pausieren. Wir werden jetzt nicht die ganze Zeit da nachgucken, denn wir werden das ja sowieso gleich alles erkunden. Und schon geht's weiter. Ah, hier vorne sind sogar schon die Faunen. Ah, wir sind schon im Faunengehege, jetzt verstehe ich. Komm, für die Likes einmal den Schleier aufklappen. Macht er das? Ne, er hat nur angetäuscht. Doch, ja, für die Likes. Yay. So, Leute, jetzt müsst ihr ein Like da lassen. Das ist ja wieder ein Zufall hier. Sehr schön. Oh, das wusste ich gar nicht, dass das hier begehbar ist. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Krass. Was macht der denn hier? Der liegt da ja komisch. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Hier gibt es halt so viel zu entdecken. Oh, da hinten sehen wir schon Dschungel. Das sind Dschungelbäume. So, wir gehen jetzt aber mal hier hoch. Das ist nämlich jetzt so der Anfangsplatz. Und ich sehe schon auf jeden Fall Wasser. Und auch einen coolen Schriftzug. Orbis. Gott, wie war denn das nochmal? Natura? Nee. Terrarum. Ach, stimmt. Da ist das T. Da ist das E. Terrarum. Natura. Ja, macht natürlich Sinn. Finde ich mega cool, diese Schriftzeichen und so abstrakt. Richtig coole Idee. Das Teil hier sieht auch richtig gut aus von oben, das werde ich euch gleich noch zeigen. Da kann man auch nochmal sitzen. Gehen jetzt erstmal hier entlang. Oh, das ist auch so schön mit diesen Blumenkränzen da.
dann sogar so Lampen eingearbeitet. Und man sieht schon im Hintergrund Esel, Przewalski-Pferde, Ziegen, ganz, ganz viele Mordtiere. Ist das nicht toll? Und leider sehr viele Leute gerade, weil die das auch gern sehen möchten. Weil es so wunderschön aussieht. Oh, toll. Das ist ja auch so Effekte, oder? Sind das Effekte? Ich glaube schon. Diese Pusteblumen. Sieht mega idyllisch aus. Richtig toll. Oh, wie schön das Bild hier ist mit der Sonne. Da sind die Pferde. Wasserfall im Hintergrund. Ganz, ganz viele Leute, die sich davor drängeln. Hey Leute, Corona-Abstand. Denkt da dran. Oh, eine schöne Figur. Laufen ja auch noch die Faun durch die Blumen. Wirklich wundervoll. Hier geht es dann gleich weiter. Schauen jetzt aber hier nochmal runter. Oh, das ist auch schön gemacht hier mit dem Glas. Dann so ein Faunfächer daraus gebildet. Hier geht's runter ins Wasser für die Faun. Das ist halt so ein kleiner süßer Springbrunnen. Dann zeige ich euch gleich nochmal von oben. Dann seht ihr das nochmal ein bisschen besser. Oh, hier auf der anderen Seite. Oh, hier ist das passende Gegenstück. Das könnte so ein Pärchen sein, ein Hochzeitspärchen. Oh, hier sieht man schon Dschungel. Ich sehe hier einen Papageien. Vielleicht kann man hier schon die einen oder anderen Tiere erkennen. Das wäre cool. Die Mauer hier sieht auf jeden Fall schon mal mega cool aus. Ich weiß gar nicht, ob wir in dem Bereich heute noch kommen. Kann ich euch nicht sagen. Und wir gehen dann direkt weiter. Ja, schon eine tolle Atmosphäre, ne? Oh, was haben wir denn da? Ein Tukan, ein Lama sehe ich da hinten schon. Auch gemodelt in anderen Farben. Oh, wie toll, dass man hier schon über die Mauer gucken kann. Also diese Mauer finde ich ja mega nice. Farbkombination ist cool. Die Felsen hier hinten auch. Ah, da gehen wir aber jetzt noch nicht hin, Leute. Wir biegen nämlich erstmal hier auf der linken Seite ab. Geht jetzt erstmal zum Sweet Feeding. Das ist der Streichelzoo. Nehmen wir dann hier noch. Über schöne Naturgestaltung, über Lampen. Hier sehen wir schon ein Pferd. Selbst gebaut. Eine Statue. Oh ja, hier mit dem neuen Bild, Leute. Guckt euch das an. Ist das nicht nice? Das sind die Przewalski-Pferde. Ihr habt mal in die Kommentare geschrieben, als ich die Mod vorgestellt habe, das sind so Wildpferde wohl gewesen. Oder sind es? Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ja, auch mit so Enten oder was das sind. Das ist echt toll. Hier vorne ist der Streichelzoo. Ah, guck mal, hier ist ein Futterautomat. Da kann man sich nämlich Futter rausholen. Holen wir uns doch mal eine Fuhre. Katsching. Dann geht's hinein hier. Über die Treppenstufen. Damit die Tiere nicht rauskommen. Ziemlich gut gelöst, muss man sagen. Für die Kinder sogar eine Rutsche eingebaut. Finde ich nice. Und hier haben wir schon die ersten Tierchen. Ziegen. Einmal in braun, einmal in schwarz mit weißen Pfoten. Also Mods sind schon echt was Tolles. Dadurch bekommt man viel mehr Variationen. Das Geländer hier sieht auch richtig cool aus. Dann hier auch so ein schöner Stall. Na du? Möchtest du was von dem Futter haben? Dann mach mal. Dann kriegst du auch nichts. Oh, guck mal hier, ein kleines weißes Schäfchen ist auch hier. Kleine Fohlen sind hier. Oh, du siehst aber mitgenommen aus. Ein Esel. Aber der hat voll viel Kratzer. Wie kommt das denn? Der hat zu viel gekämpft oder kommt der aus schwierigen Verhältnissen? Ich kann mir beides vorstellen. Na, nimmst du das Teil hoch? Ja, weiß man nicht. Da haben wir jetzt keine Zeit für. Ja, das ist aber schon cool, so ein Streichelzoo, ne? Das sind die perfekten Tiere, die du hier reingepackt hast oder die ihr hier reingepackt habt. Ich weiß ja nicht, wer das Ganze hier gebaut hat. Ob ihr das zusammengebaut habt.
Ich denke mal, ihr habt immer jeweils so ein paar Bereiche gebaut. Gehe ich mal von aus, ne? So macht man das ja in der Regel. Was denn hier? Keine Ahnung, wofür der Schalter steht. Oh, guck mal, eine süße Eule. Auch hier nochmal ein schönes Gebäude. Und nochmal ein schönes schwarzes Pferd als Statue. So, und jetzt geht's nochmal zu den Wildpferden. Hier geht's auch in einen Stall hinein. Oh, hier kann man sogar richtig durchgucken. In so ein bisschen, so also ein überdachter Schlafplatz für die Pferde. Ah, und hier gibt's auch ein bisschen Versorgung für die Leute. Essen, trinken, das, was man braucht. Noch ein paar mehr Infobroschüren zu den Pferden. Sind ja auch tolle Tiere, ne? Kann man nicht anders sagen. Schöner Geldautomat. Hier kann man dann durch eine Scheibe in das Gehege schauen. Wir gucken natürlich direkt durch die Scheibe. Hier ist ein cooler Futtertrog mit Stroh drin. Wasserfall. Wundervoll gestaltet. Da hinten ist sogar so ein... Das ist ja cool, so ein Wasserturm, wo auch das Wasser rausläuft. Tolle Idee. Erinnert mich eh immer an so eine Farm, so einen Wasserturm. Passt hier sehr gut rein. Boah, hier kann man sich dann hinsetzen zum Essen. Die Anordnung der Bänke gefällt mir auch richtig gut. Und so kann man an die Pferde ran. Das ist nicht ein schöner Ausblick. Wasserfall im Hintergrund, hier vorne dieses bunte Feuer. Und dann diese wundervollen Tiere. Die sind wirklich hübsch, die Pferde. Kann man nicht anders sagen. Da stehen sie. In der Landschaft, sogar ein Fohlen. Ganz toll. Oh, da ist eine Ente. Das ist sogar ein Erpel. Und das ist eine weibliche Ente. Wie cool. Oh, da oben ist ein Adler. Oder was ist das? Nee. Sieht eher aus wie so ein... Irgendwas anderes. Ich weiß nicht, ob es ein Adler sein soll. Könnt ihr mal reinschreiben, was das für einen Vogel darstellen soll. Vögeln kenne ich mich nicht so gut aus. Ich bin ja kein Ornithologe. Weiter geht's, Leute. Sehr schöner Ausblick gewesen. Jetzt hier nämlich zurück auf dieser Seite. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist noch ein schöner Springbrunnen in der Mitte. Das ist natürlich auch toll als Wegtrennung. Das ist viel besser, kann man es gar nicht machen. Das sind sogar das sind Lampen, glaube ich. Hier sind sogar Beleuchtungen eingebaut. Wieder ein sehr schöner Zaun hier. Und da schlafen die Pferdchen. Sehr, sehr anmutige Tiere, kann man nicht anders sagen. So, gehen wir mal zurück. Jetzt geht's nämlich hier in der Mitte entlang. Oh, das schwebt hier ein bisschen. Hier fehlt irgendwie eine Stütze. Aber es fällt kaum auf. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Geht nämlich jetzt hier hoch. Main Zoo. Viewing-Plattform. Jetzt geht's nämlich zur Viewing-Plattform. Wir gehen jetzt hier nach oben. Danach geht es, glaube ich, da unten durch den Tunnel. Oh, wie schön. Die fliegenden Blätter. Oh, hier ist auch richtig, richtig coole Atmosphäre. Nämlich wie in so einem Wald. Dann das Feuer, dieses ganze rustikale Holz. Jetzt kommt noch so eine coole Brücke. Im Hintergrund die Berge. Also das ist gerade wirklich ein mega tolles Bild. Ich Urlaubsfeeling. Oh, was sehen wir denn da hinten? Oh, ich glaube, das ist der Adlerkäfig. Kann das sein? Ich glaube schon. Da sind sogar die Adler drin. Hier unten Gehege? Nee, ich glaube nicht. Aber schöne Landschaftsgestaltung. Das Wasser, wie das fließt, sieht auch nice aus. Es fließt hier irgendwo seitlich raus. Dann hier gegen und dann hier weiter. Also sehr realistisch gemacht. Finde ich immer teilweise echt schwer, Wasserverläufe realistisch zu gestalten, weil bei Planet Zoo die Düsen teilweise nicht ganz so ideal sind. Oh, guck mal, jetzt kann man nochmal von oben auf die Pferde runterschauen. Das ist wirklich wundervoll. Oh, hier ist sogar nochmal so ein Fernglas, da kann man durchgucken. Sind das solche Bienenkörbe oder was ist das? Ich glaube schon, ne? Komme ich da leider auch nicht mit aus. Jetzt haben wir den ersten Weg abgearbeitet.
keine Sorge, der Teil ist noch nicht vorbei. Wir werden noch mehr erkunden. Ah, hier sind wirklich Bienen. Hier sind noch Bienen auf dem Boden. Stehen auch Infos über Bienen. Oh, hier ist auch nochmal eine schöne Biene. Wie cool. Das Ganze hier ist auch mit den Blumen so in Bienenwaben. Waben heißen die so? Ja, ne? In Bienenwabenform gestaltet. Richtig nice. Oh, und hier ist auch nochmal ein Infoschild. Cool. Eine sehr, sehr schöne und elegante Lösung für so ein Dead End, also für eine Sackgasse. Nach dieser schönen Aussichtsplattform geht's jetzt wieder weiter. Und zwar gehen wir wieder hier runter. Und dann geht's gleich in den nächsten Bereich. So, wir gehen einmal hier rum. Das ist ja auch schön gemacht, das Geländer. Schöne Blumentöpfe. Ist das hier ein Gehege? Könnte sogar sein, ne? Sehr schön gestaltet und bepflanzt. Das sieht irgendwie aus wie eine Chill-Lounge. Wenn hier so Leute sitzen könnten. Könnte aber auch ein Gehege sein, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, hier können Leute sitzen und sich entspannen. So, durch den Tunnel geht's noch nicht. Da geht's auch erst später durch. Denn es geht jetzt gleich erstmal auf der anderen Seite weiter. Auch sehr schön hier gestaltet mit den Wurzeln. Sieht super realistisch aus, weil die Wurzeln auch so direkt unter den Bäumen sind. Hält natürlich dann die Erde auch zusammen, ne? Und macht die stabil, wenn da Wurzeln drin sind. Das ist auch richtig schön, dass hier überall diese kleinen grünen Felsen eingearbeitet sind. Nice aus. Hier die Brücke im Hintergrund. Wow. Wird auf jeden Fall ein langer erster Part, glaube ich. Aber hier gibt es auch so viel zu entdecken und zu genießen. Ist einfach nur wundervoll. Das ist auch richtig nice hier. Ja, diese Mauer habe ich schon mal gesehen. Kommt auf jeden Fall von einer Meinung. Habe ich in ihrem Vulkanpark gesehen. Da sind die Lamas. Da, wie stolziert. Wundervoll. Ich finde sowas immer cool, wenn man solche kleinen Scheiben und so einbaut, dass man nicht überall durchgucken kann. Sehr schön gelöst hier. Scheiben sind vielleicht ein bisschen zu niedrig. Wobei, sind eigentlich eine ganz gute Höhe für Kinder und Erwachsene dann. Ist auch cool, dass hier direkt beim Futtertrog das platziert ist, dass man die sehen kann. Lama. Was machen die Menschen denn da? Hä? Na egal. Beachten wir mal besser nicht weiter. Hier geht's jetzt hinauf. Also sieht richtig nice aus, rechts und links. Hier so Feuer, die Klippen super schön gemacht. So, jetzt sieht man hier die Lamas. Überall braune Lamas. Es müsste auch weiße geben, eigentlich. Aber irgendwie sehe ich gerade nur braune. Und der Papagei auch mittendrin. Oh, hier ist auch ein Wasserfall. Mit Beleuchtung sogar. Schöner Sonnenschirm. Beziehungsweise, wenn es regnet, auch ein Regenschirm. Ah, die weißen Lama schlafen da gerade. Hier ist so ein weiß-schwarzes Lama, glaube ich. Oder eher weiß-braun. Oh, hier fließt auch so ein toller kleiner Bach durch. Auch super gemacht. Tolles Gehege und auch toller Unterstand hier. Die Holzfarbe wieder sehr schön. Sieht auch cool aus. Hier die Ranken über dem Weg. Sowas finde ich ja eh immer toll, wenn man irgendwo unten drunter läuft. Okay, das war das Lama-Paradies. Aber hier kann man sogar noch mal reingucken. Oh, schaut mal. Wie perfekt diese Fensterscheiben hier reingebaut sind. Kann man genau sehen. Oh, da schläft es. Wie friedlich es zuckt mit seinem Öhrchen. Es träumt gerade. So, hier haben wir noch mal eine Lama-Bar. Oh. Boah, das sieht ja nice aus. Ah, hier sind so Hocker aufeinander gestellt. Hier ist dann die Bar, da kann man sich bedienen, oder was? Nee, hier wird man sogar bedient. Hier wird dann ein frischer Cocktail gemixt mit frischem Obst. Diese Bänke sehen ja nice aus, so in golden. Coole Idee. Und auch hier oben diese Schirme. Dann hat man hier nochmal einen wundervollen Blick auf das Gehege. Kann dabei seinen Drink genießen. Nicht schlecht. Hier geht es dann wieder runter.
Ah, hier ist diese Chill Lounge, die wir gerade gesehen haben. Boah, das sieht aber gemütlich aus. Da würde ich mich direkt hinflezen. Oh, das ist nice. Hier standen wir vorhin. Der hier sieht auch bequem aus. Erstmal schlafen. Das ist einfach so toll gestaltet alles. So viele kleine Objekte. Und alles selbst gebaut hier, die ganzen. Oh, Stuff Only. Ups. Das ist ein Mitarbeiter-Chill-Raum. Ich glaube, da darf ich nicht rein. The Lama Café. Ah, okay. Die Lama Bar gibt es und das Café. Oh, das sieht aber schön aus hier. Ein sehr schönes Dach hier. Cool, dass hier noch so frische Luft reinkommt oben. Oh, hier gibt es dann Kaffeekuchen. Sieht aber lecker aus. Ketchup und Senf gibt es auch. Wahrscheinlich dann auch heiße Speisen. Sind das hier Steaks oder was ist das? Steaks in Herzform. Sogar ein Kühlschrank. Hier ist wieder ein Gulpi-Spender. Hier gibt es auch nochmal ein paar Beilagen und Strohhalme und so. Oh, das ist aber auch schön, dass man hier das Wasser dann noch sieht und plätschern hört beim Essen. Ah, essen kann man sogar dann draußen. Das ist ja nice. Hier kann man dann nämlich rausgehen. Oh. Hier sich dann hinsetzen. Oh, ist das idyllisch. Plätscherndes Wasser, Natur, Vögelgezwitscher. Viel besser geht's gar nicht. Das ist Erholung pur, also wirklich. Ist hier ein Grill? Nee. Doch. Doch, das ist ein Grill. Das sind Burger-Patties, Steaks. Oh, diese Details. Hier wird sogar Obst gegrillt. Dann kann man sich auch nochmal hinsetzen. Und dann geht's hier wieder zurück. Genau, und dann biegen wir hier rechts ab. Main Zoo, Tapir, Asia Resident. Dance. Und hier biegen wir jetzt links ab. Das ist so schön mit diesen fliegenden Blättern. In diese selbstgebauten Geländer. Schöne Natur. Vogelgezwitscher. Vorne kommt so ein kleines Infohäuschen. Na, jetzt gibt es nämlich viele, viele Wege. Wir gehen einmal hier oben das Häuschen herum. Warum nicht? Ihr seht schon, ja, hier gibt es einiges zu entdecken noch. Aber der. Ach, hier ist sogar jemand drin. Hallo. Ja, aber wir gehen jetzt als allererstes hier entlang. Diesen wundervollen Weg. Auch cool hier mit den Bäumen gemacht. Überall Blumen. Ganz viel bepflanzt. Ein Nebel sehe ich auch. Mir fehlt immer noch die mittlere Ganggeschwindigkeit. Weil das hier ist mir immer zu schnell und das andere ist mir ein bisschen zu langsam. Ich mixe das dann immer so ein bisschen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Oh, hier geht es auch zu was ganz Besonderem. Das ist ein Tretbootverleih. Mit Schwanentretbooten. Ist das nicht cool? Richtig nice. Da hinten schwimmen auch ein paar Schwane. Schwäne, Schwane, Schwäne. Und da hat sogar einen schwarzen Schnabel. Schaut mal. Das ist nicht süß. Da ist auch noch ein blauer Vogel. Da hinten schwimmt noch eine Ente, glaube ich. Richtig, richtig süß gemacht. Coole Idee. Habe ich so auch noch nie gesehen. Der Steg sieht auch richtig nice aus. Ich würde jetzt am liebsten da einsteigen und eine Runde damit fahren, muss ich sagen. Mega toll. Und jetzt geht es hier einmal über den Rasen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Hier geht es nämlich rüber. Das ist ja auch interessant. Mal ein interessantes Dach für einen Schirm. Oh, und hier vorne ist ein Käfig. Oh, da sind die Adler drin. Da seht ihr ihn thronen. Oh, nice. Adler sind ja auch so cool.
finde es echt schade, dass es noch keine Vögel-Spiel gibt. Aber es müsste ja bald mal wieder ein neues DLC kommen eigentlich. Vielleicht ist es auch schon draußen, wenn das Video herauskommt, wer weiß. Das ist echt nice mit diesen eigenen Bildern, dass man dann auch wirklich Adlerbilder hochladen kann. Und da sitzt der Weißkopfseeadler. Nice. Auch wieder plätscherndes Wasser. Sehr, sehr schön gemacht hier wieder mit so einem Gitter. Super bepflanzt. Ah, ich komme nicht mehr raus. Gefangen. So, wir gehen weiter. Der Weg auch wieder sehr toll gemacht hier mit diesen Steinchen. Dann biegen wir hier rechts ab. Hier geht es über eine Brücke und in einen tollen Tunnel rein. Auch super schön gestaltet. Kann man nochmal von der Seite zu den Adlern hineingucken. Oh, ich sehe schon. Hier geht es zu meinem Lieblingstier. Nämlich den Erdmännchen. Aber ich weiß, glaube ich, dass das Fake News ist. Also es war geplant, ist aber leider nicht mehr dazu gekommen. Naja, immerhin ein Gehege dafür gebaut. Vielleicht steht da ja auch so eine Statue oder so, das wäre auch schon was. Aber leider gibt es dafür noch keine Mod. Was ist das denn hier? Ich glaube, das ist eine Rutsche, kann das sein? Schauen wir gleich mal von der anderen Seite. Hier ist das Erdmännchengehege. Oh, richtig cool, dass da so ein Seil rüber gespannt ist. Oh, und das sieht richtig cool aus. Wie so ein richtiger Erdmännchenbau. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die dann hier oben stehen und gucken. Die gucken ja immer so toll. Ich liebe Erdmännchen. Wer von euch liebt Erdmännchen auch noch? Also wenn ich im Zoo bin, bestes Tier. Erdmännchen und Otter. Vielleicht kommen die ja mit einem neuen DLC oder so. Das wäre super. Würde ich mich mega drüber freuen. Aber es gibt so viele Tiere, über die ich mich freuen würde. Bin da echt gespannt, was uns da als nächstes so erwartet. Wir gehen mal eben kurz hier nochmal zurück. Ja, auch sehr elegant die Barrieren mal benutzt. Nicht gar nicht schlecht, wenn man das so kombiniert. Oh, hier ist eine Hängematte selbst gebaut. Wieder schön bepflanzt. Hier ist eine Schaukel. Oh, das ist tatsächlich eine Rutsche. Schaut mal. Da hinten kann man hochklettern, hier runterrutschen. Und schwupps sind die Kinder auf der anderen Seite und können wegrennen. Sehr gut. Hier war auch, glaube ich, die Treppe da hoch, ne? Ja, hier ist eine kleine Treppe. Nicht schlecht. Können wir da auch hoch? Nee. Hätte ja sein können. Schade, schade. Weiter geht's. Little Rainforest Villa India. Oha. Jaguar, auch cool. Dass hier so eingearbeitet wurde, so ein Schriftzug. Wow. Oh, auch wieder schön gestaltet hier. Geräusche sind auch wieder am Start. Das ist nice. Ja, und hier wartet uns wieder ein sehr, sehr großes Gebäude. Aber wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir erstmal hier entlang gehen. Ich hoffe, ich mache das Ganze richtig. Ansonsten improvisieren wir einfach mal ein bisschen. Macht ja gar nichts. Sieht aber so cool aus. Gut, dass man hier jetzt ein bisschen durchgucken kann, das macht nichts. Finde ich jetzt nicht schlimm. Der Boden ist auch wieder sehr nice gestaltet. Und hier kann man dann schon hineingucken ins Gehege, glaube ich. Hier gibt es den Jaguar. Ach, super interessant. Na, hier die Klettermöglichkeiten, das mit dem Wasser. Und dann natürlich auch noch dieser, kann man das Dom nennen? Keine Ahnung, wie man das nennt. Ihr wisst aber, was ich meine. Auch hier mit den Stufen sieht mega cool aus. Das ist echt nice gemacht. Frage ist nur, wo sind die Kätzchen? Wo sind die Kätzchen? Verstecken sich. Oh, hier ist so eine Lounge. Da kann man sich hinsetzen. Oh, sehr nice. Aus so Seilen gebaut. Sieht aber bequem aus. Und solche Säcke als Kissen. Mega kreativ. Kann man dann auch reingucken. Das Jaguar-Gehege scheint sehr groß zu sein. Deswegen sehen wir die wahrscheinlich gerade nicht. Gehe ich von aus. Aber das macht ja gar nichts. Kriegen wir bestimmt gleich noch zu Gesicht. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wir da auch noch hineinwandern in das Ganze. Hier noch irgendwas? Nee, das ist alles abgesperrt. Das würde wahrscheinlich der nächste Bereich sein.
Oh, das sieht ja auch schön aus hier. Mit dem Wasser. Richtig cool, dass hier dieser Kies als Untergrund ist. Das ist ein Weg, oder? Voll die gute Idee. Geländer hier sieht auch wieder super nice aus, aber wir gehen jetzt hinein. Ich kann es kaum erwarten. Rein in die gute Stube. Oh ja. Kommt direkt so Dschungelfeeling auf. Oh, hier kann man hineingucken. In den Innenbereich. Trotzdem noch keine Spur von dem Jaguar. Auch sehr gut solche Belichtungsfenster eingebaut. Oh, das ist underwater sogar hier. Das ist ja nice. Noch so sneaky underwater Viewing eingebaut. Nicht schlecht. Finde ich mega cool. Kann man auch nochmal reingucken? Bist du jetzt da? Nö. Noch keine Spur. Kommen wir hier raus? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Das wäre dann der Eingang auf der anderen Seite. Oh, hier haben wir Ameisen. Oh, wie cool. Ist sogar so eine Ameisen-Skulptur und ein schöner Ameisenhügel. Mega nice gestaltet. Frag mich nur, wie das mit Ameisen ist. Würden die hier nicht überall rauskrabbeln? Die können doch auch an Wänden und so laufen. Oh, auch hier mit dem Holz mega schön gestaltet. Was haben wir hier? Das ist hier wieder Vivarien. Sind hier Tiere drin? Ah, leider keine Tierchen drin. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Aber trotzdem mega cool. Gott, wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, das ist das begehbare Vivarium. Kann das sein? Das sieht ja mega nice aus. Richtig bewuchert überall. Bin mal gespannt, ob wir gleich noch Tiere hier drin sehen. Das wäre ganz schön krass. Keine Ahnung. Also noch habe ich nichts gesehen, aber solche Krabbeltiere, die fallen ja auch nicht direkt auf, ne? Oh, jetzt sind wir wieder raus. Ich guck mal mich eben hier um, ob ich was finde. Ist auch wieder dieser coole Weg. Den haben wir auch schon mal gesehen. Okay, Leute, auf den ersten Blick fällt es nicht auf, aber hier sind tatsächlich Tiere drin. Ist das cool. Schaut mal da oben. Einfach eine gelbe Anaconda. Daran sieht man einfach, wie gut die getarnt sind, ne? Das finde ich gerade mega nice. Einfach ein begehbares Vivarium. Und hier unten ist auch noch eine Anaconda. Da. Man sieht sie halt wirklich schlecht, obwohl die gelb ist. Und nicht mal grün. Wo ist denn der Kopf? Das ist der Schwanz. Ich habe keine Ahnung. Die sind einfach zu gut getarnt. Ey, ich finde es aber richtig krass. Also sowas habe ich noch nie bei Planet Zoo gesehen. Heftige Idee. Oh, hier ist sogar so Wasser und so eingebaut noch. Ich glaube nicht, dass das standardmäßig ist. Aber es sieht einfach nur richtig nice aus. Ich bin wirklich beeindruckt. Hammer. Weiter geht's. Ich finde das auch cool, dass hier so offene Vivarien halt sind. Hat irgendwie auch was. Aber begehbar ist halt noch nicer, ne? Also das finde ich schon heftig. Ich frage mich, ob wir zu dem Jaguar noch ein bisschen genauer reinkommen. Okay, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen, aber den Jaguar haben wir jetzt gar nicht gesehen. Das wurmt mich ein bisschen. Den werde ich auf jeden Fall nochmal schnell suchen. Wo ist er denn jetzt gerade? Eine gute Frage. Also hier im Schlafbereich scheint er nicht zu sein. Ich glaube, der kann hier durch so ein Tunnelsystem durch, ne? Ja, hier ist so ein Käfig und sowas. Das ist ja cool gemacht. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz hier raus und versuchen, den nochmal ganz schnell zu finden. Und das ist ja auch eine süße Idee mit den Tieren. Das habe ich gar nicht gesehen. So schöne Tierbilder. Schauen wir doch nochmal von hier, ob wir ihn sehen. Auf jeden Fall ein ziemlich krasses Jaguar-Gehege. Ich glaube, hier ist einfach gar kein Jaguar drin. Kann das sein? Ich glaube, der wurde vergessen. Oder wurde der vielleicht vom Tiermediziner abgeholt oder so? Naja, macht ja nichts. Trotzdem mega nices Gehege, also wirklich. Schade, dass wir ihn nicht gesehen haben. Ich fand das hier mit den Fenstern war auch so ein richtiges Highlight. Mega, mega toll. Also der erste Zoo-Abschnitt hat mir jetzt richtig gut gefallen. Denn Leute, wir sind jetzt durch. Hier vorne endet das Ganze. Hier geht es dann beim nächsten Mal in den zweiten Zoo-Abschnitt.
weil das Ganze wurde ein bisschen unterteilt, damit ich bessere FPS habe. Hat aber mega viel Spaß gemacht. Also der erste Teil von Orbis Terrarum Natura war wirklich, wirklich super. Ein Weltklasse-Zoo. Richtig cool, dass ihr euch zusammengeschlossen habt, um dieses tolle Projekt auf die Beine zu stellen. Und natürlich, Leute, gibt es jetzt auch noch was zu gewinnen. Und um zu gewinnen, müsst ihr einfach eine Antwort in die Kommentare schreiben. Und zwar ist die Frage, auf die ihr die Antwort finden müsst, wie viele Schwanentretboote waren beim Tretbootsverleih? Schreibt einfach die Antwort in die Kommentare und mit etwas Glück gewinnt ihr einen von 3 15 Euro Amazon-Gutscheinen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Die Gewinner werde ich in der nächsten Folge von Orbis Terrarum Natura bekannt geben. Und falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch der erste Teil von diesem Zoo gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und nochmal vielen, vielen Dank an die Ersteller von diesem Zoo. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bleibt gesund, euer Dandy.